Hallo, ich grüße euch. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, nämlich über das Finanzsystem. Aber bevor ich zu dem komme, noch ganz kurz eine Anmerkung zum Thema Ukraine, wobei ich da nicht so viel dafür sagen möchte. Einfach nur, schaut einfach mal bei Wikipedia nach. Also ganz offen zugänglich gibt es ein Fracking. Und ihr werdet dort im sinngemäß lesen, im Jahre 2000 haben die USA angefangen mit Fracking, und zwar Gas in den USA. Haben das dann 13 Jahre lang intensiv gemacht, große Teile des Landes dort verwüstet damit. Der Umweltschutz hat in den USA ungefähr einen Stellenwert wie in der Sowjetunion, das muss man dazu auch wissen. Und sie haben so viel Gas gefördert auf diese Art und Weise, dass im Jahre 2013, nämlich im Frühling und Sommer, der Markt zusammengebrochen ist. Es ist einfach auffällig und ein Wink des Schicksals, dass ausgerechnet im Herbst 2013 in genau dem Transitland, durch das das meiste Gas nach Westeuropa fließt, von Russland aus, ein Umsturz stattfindet, beziehungsweise Demonstrationen, die letzten Endes dazu führen, dass die Gastransporte unterbrochen werden und wir jetzt vielleicht in Zukunft das sich angestaute, wenig qualitative, aber hochteure Fracking-Gas in Fässern aus den USA beziehen dürfen. Das könnt ihr offiziell nachschauen, ist ganz offen zugänglich. Ich möchte heute über eine Hydra reden. Eine Hydra, die vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern die ganz sicherlich der eigentliche Grund ist für den, warum wir hier herumsitzen und jeden Montag hier sind und hier auf den Treppen uns bewegen, anstatt bei unseren Liebsten daheim zu sein. Der Grund, warum wir das tun, warum es eine Ursache gibt, die all das hervorruft, was uns hierher treibt, ist ganz einfach der, warum sitzen wir hier, weil wir auch vielleicht auch in 5 Jahren noch mit unseren Familien zusammen sein wollen. Und diese Hydra heißt das internationale Finanzsystem. Ich habe nur 15 Minuten Zeit, deswegen werde ich mich sehr, sehr kurz fassen. Und diese Geschichte dieses Systems ist deswegen so wichtig, weil sie letzten Endes die Ursache ist für all die Dinge, die uns heute so viel Kopfzerbrechen bereiten. Die vielen sinnlosen Kriege, die Umweltzerstörung, ja, und all das, was sonst noch quasi hier uns jeden Tag beschäftigt, lässt sich letzten Endes in irgendeiner Art und Weise auf diese Geschichte zurückführen. Die Geschichte des Finanzsystems hat eine lange Vorgeschichte. Man kann sagen, ungefähr 200 Jahre lang, schon bevor überhaupt es zu dem Knackpunkt kam, über den ich heute reden möchte. Also insgesamt vor ungefähr 300 Jahren begann es, dass die Macht hinter den Kulissen, nämlich die Kirche, die Macht an die Banken abgab. Aber im Jahre 1910, werden vielleicht einige von euch wissen, gab es hier einen entscheidenden Punkt. Diesen Punkt übrigens könnt ihr euch auch nachschauen, es wird nicht angezweifelt, es ist keine Verschwörung, die ich hier erkläre, man kann alles offiziell nachprüfen. Es gibt ein wunderbares Buch, das hierüber berichtet und auch hervorragend recherchiert ist, von Edward Griffin, heißt Die Kreatur von Jekyll Island. Im Jahre 1910 trafen sich die mächtigsten Vertreter der größten Banken. Ich möchte auch gar keine Namen nennen, weil es geht gar nicht um Namen. Es geht eigentlich darum, dass wir so blöd waren, uns diesen Schwachsinn verkaufen zu lassen. Deswegen, ich mache jetzt diesen einzelnen Personen gar keinen echten Vorwurf. Es ist an sich unsere Schuld. Wir hätten ihnen das nie erlauben sollen, was damals passiert ist. Was ist denn damals passiert? Nun, der Traum des Menschen, irgendwann einmal selbstständig Geld produzieren zu können, hat schon immer gegeben. Alchemisten im Mittelalter und so weiter, die nach der Wunderformel des Goldes gesucht haben und so. Und diese Formel hat sich immer wieder mehr und mehr perfektioniert. Bis im Jahr 1910 die mächtigsten Banker dieser Erde sich getroffen haben auf einer kleinen Insel in einem Fünf-Sterne-Hotel, wo sie sich unter Pseudonymen angesprochen haben, damit auch die Dienerschaft nicht mitbekommt, um wen es sich dort handelt. Und dort beschloss man die Gründung einer privaten Zentralbank, die so privat und geheim sein sollte, dass sie öffentlich genannt wurde, nämlich Federal Reserve Bank. Diese Federal Reserve Bank war nicht erst dann erdacht worden, sondern wurde schon früher geplant, aber von einigen Präsidenten, die recht tapfer waren und ihr Leben oft manchmal dafür aufs Spiel setzten, wie zum Beispiel James Monroe, bereits schon 80 Jahre vorher, immer abgewehrt. Im Jahr 1910 trafen sich diese Banker und forderten 3 Jahre lang diese Gründung dieser Bank, bis es ihnen Ende 1913 mit Hilfe eines korrupten Präsidenten, der im Vorfeld bereits bezahlt wurde, nämlich Woodrow Wilson,
der den Federal Reserve Act unterzeichnet hat, bevor er überhaupt Präsident wurde, gelungen ist, am 23. Dezember 1913, das heißt einen Tag vor Weihnachten, die meisten Kongressabgeordneten waren bereits bei ihren Familien, in einem Kongress, der in der Größenordnung gar nicht stimmfähig war, diesen Act durchzugründen und damit die finanzielle Hoheit der USA auf ein privates Verbrechersyndikat umzumünzen. Und nun ging es darum, möglichst viele Staaten und möglichst viele Wirtschaftssubjekte, das heißt also Unternehmen und auch Privatpersonen, davon zu bringen, dieses Märchen, dieses privaten Geldes zu glauben und Schulden zu machen. Denn ab sofort funktionierte es so. Noch nicht ganz hundertprozentig war das Gold abgeschlachtet als Grundlage des Geldes, aber trotzdem begann in dieser Zeit bereits diese Abschlachtung. Und wir borgten uns ab diesem Moment Geld von diesen Privatleuten, die es illegal hergestellt haben. Und übrigens bis heute illegal, denn laut der US-Verfassung Artikel 1 Absatz 10 gelten heute noch in den USA als einzige legale Zahlungsmittel Gold- und Silbermünzen. Ist bis heute nicht abgeschafft worden. Also, wir haben uns das auf jeden Fall andrehen lassen und es ging diesem Verbrechersyndikat darum, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, das, was die dort produzieren würden, wäre nun das echte Geld und wir müssten uns jetzt von ihnen borgen. Nun gab es natürlich Staaten in Europa, die noch teilweise monarchisch regiert wurden und uns wurde anerlernt im Laufe unseres Lebens, dass Monarchien etwas ganz, ganz Schlimmes sind. Deswegen hat auch keiner damit ein großes Problem, dass bereits ein halbes Jahr, nachdem die FED gegründet wurde, der erste große Weltkrieg begann und im Zuge dieses Weltkrieges die drei letzten verbleibenden Monarchien der fünf europäischen Großmächte, nämlich dem Deutschen Reich, Österreich und Russland, weggefegt wurden. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass ein Franz Josef jemals zugestimmt hätte, die finanzielle Hoheit von Österreich-Ungarn auf ein privates Verbrechersyndikat zu übertragen? Er hat sogar mal die Aussage gebracht, ich bin der letzte Monarch der alten Schule und meine Aufgabe ist es, mein Volk vor den gewählten Politikern zu schützen. Ich bin kein Monarchist, das möchte ich dazu sagen. Aber es war auf jeden Fall natürlich die Aufgabe oder das Ziel dieser Bande, diese Leute zu stürzen. Das haben sie auch geschafft. Das würde zu weit führen, um da in die Details zu gehen. Im Zweiten Weltkrieg, eigentlich kann man diese beiden Kriege verbinden als einen großen Weltkrieg mit einer Unterbrechung, gelang der nächste große Coup, nämlich im Jahre 1944. Im Abkommen von Bretton Woods wurden die meisten Staaten dieser Erde, ich glaube es waren damals 47, mit einigen wenigen Ausnahmen, die nicht anwesend waren, unter anderem Japan und Deutschland aus bekannten Gründen, davon überzeugt, es wäre super, eine super Geschichte, wenn sie sich nun von den USA Geld leihen würden, allerdings nur gegen eine kleine Bedingung, und zwar, sie müssten bereit sein, ihre Goldreserven, die die Deckung ihrer Währung ausmachten, auszutauschen gegen den Dollar. Nun, es macht überhaupt nichts aus, denn der Dollar war damals noch goldgedeckt, soweit mir bekannt, glaube ich, zu 35 Dollar die Unze, also eine relativ unrealistische Deckung, aber trotzdem hat man es ihnen so verkauft. Und die gewählten Politiker, denen es in Wirklichkeit ja auch meistens dann nur darum geht, ihre 4-Jahres- oder 5-Jahres-Amtsperioden möglichst positiv für sich selber zu bewältigen, haben diesem Gesetz natürlich zugestimmt und haben ihre Goldreserven als Unterlage für ihre Währungen abgeschafft und dem Dollarzweck quasi gewidmet. 1962 hat es einen Präsidenten gegeben, der sich vieles erlaubt hat. Vieles, vieles erlaubt. Er hat zum Beispiel ein Operation Northwoods abgelehnt, über den ich heute auch nicht mehr sprechen möchte, das war schon mal Thema, das ihm viel Kredit gekostet hat bei der Hochfinanz. Er hat sich mit den Medien angelegt und hat geglaubt, er könnte sie mit ins Boot holen, aber er hat vor allem eins gemacht. Er hat im Sommer 1963 ein Gesetz, eine Presidential Order herausgegeben und viermal die 1 und einmal die 0, und zwar die Rückführung der Finanzhoheit von der FED, das heißt von den großen Banken, auf die USA. Und zwar durch die Schaffung eines neuen United States Dollars. Ihr könnt euch die Dollar anschauen, es steht oben dort Federal Reserve Note, also dieses Geld gehört nicht den USA, dient aber als Grundlage für alle anderen Währungen, also auch für den Euro. Hat einen neuen United States Dollar eingeführt, und zwar der mit Silber unterlegt war. Da hatte dann die FED Glück. Er wurde einige Monate später erschossen.
Und die erste Amtshandlung von Lyndon B. Johnson war die Rückführung der bis dato schon herausgegebenen 4 Milliarden Dollar wieder einzusammeln, einzustampfen und die alte Federal Reserve Note wieder einzuführen. Ende der 60er Jahre, ich glaube es war 1969, hielt Charles de Gaulle eine Rede, die war ganz spannend auch auf YouTube abzurufen, in der er erklärte, er glaubt nicht mehr, dass der Dollar wirklich noch goldgedeckt sein kann. Warum? Es tobt bereits seit 6 Jahren ein Krieg, in dem 6-mal so viele Bomben fallen wie im gesamten Zweiten Weltkrieg in Europa und in Asien zusammen, und das kann man mit allem Gold der Erde nicht bezahlen. Das war natürlich der Vietnamkrieg. Und deswegen beschloss Frankreich, seine gesamte U-Boot-Flotte nach New York zu schicken und seine Dollar-Devisen in Gold zu tauschen. Und es wurde offensichtlich, dass in der Fed nicht mal mehr das Gold für Frankreich übrig war, geschweige denn für den Rest der Welt. Als das offensichtlich wurde und das Vertrauen in den Dollar zusammenbrach, blieb 1971 Richard Nixon nichts mehr anderes übrig, als vorübergehend den Goldstatus des Dollars aufzuheben. Diese vorübergehende Amtshandlung oder dieser vorübergehende Befehl gilt bis heute. Damals war der offizielle Umtauschkurs 35 Dollar zu einer Unze. Heute liegt er, glaube ich, bei 1.300 Dollar pro einer Unze. Und der ist auch noch stark manipuliert. So, dann begann das große Wettrennen um die große Druckmaschine. Warum? Nun waren keine Grenzen mehr offen und konnte man also alles, was man wollte, mit dem Dollar bezahlen. Der Dollar war die zwangsaufgedrückte Leitwährung quasi der gesamten Welt. Wir wissen heute, der Dollar hat in Wirklichkeit praktisch gar keinen Wert mehr, mit Ausnahme von 2 Dingen. Und zwar die Kombination der US Army und die Kontrolle der internationalen Rohstoffwege und der Rohstoffressourcen. Gäbe es diese beiden Dinge nicht und wären wir nicht gezwungen, Öl und Gas und andere Dinge mit Dollar zu kaufen, der Dollar hätte keinen Pfifferling wert mehr. Diesem internationalen Bankenkartell gelang es, auf diese Art und Weise durch die Produktion von Falschgeld innerhalb von einem Jahrhundert so viel Reichtum zu erwirtschaften, und das muss ich euch kurz nur vorlesen, das habe ich mir nicht auswendig gemerkt, aber es ist spannend zu wissen. Ich zitiere aus dem österreichischen Geldmagazin AT vom Januar 2013. Finanzfirmen als Machtzentrum der Weltwirtschaft. Ich werde übrigens die Namen der beteiligten Bankster hier nicht nennen, weil ich meine, es geht nicht um die Personen an sich. Im Übrigen bin ich auch nicht für Lynchjustiz. Also ich bin auch nicht dafür, dass wir jetzt durch die Straßen rennen sollten und irgendwelche Manager oder sonstiges. Aber ich bin dafür, dass sie ganz normal dem existierenden Rechtsstaat gegenübergestellt werden und zur Verantwortung gezogen werden. Nichts anderes. Und dass das Recht auf sie genauso angewendet wird, wie es auf uns auch angewendet werden würde. Also die mächtigste Gruppe dieser internationalen Banker hat ihre Hände auch ausgegriffen auf die einflussreichen Medien. Alle 3 großen amerikanischen TV-Stationen werden ebenso ihrem Einflussbereich zugeschrieben wie der amerikanische Informations-TV-Kanal CNN, in England die Nachrichtenagentur Reuters und das Magazin Economist, sowie jede Menge anderer Massenmedien. Dieses weltweite Netz von Bankster-Beteiligungen ist aber nur der sichtbare Mantel des weltherrschenden Imperiums. Intimere Details offenbart die Datenbank Orbis. Die detaillierten Firmenprofile von 11 Millionen Unternehmen mit 9 Millionen Beteiligungsverknüpfungen weltweit beinhaltet. Schweizer Analytiker der ETH Zürich haben 2007 mit einem mathematischen Modell diese Daten auf die wesentlichen Verknüpfungen komprimiert und daraus 43.060 transnational tätige Konzerne herausgefiltert. Diese sind im Schnitt an 20 anderen Konzernen beteiligt. Bei der Untersuchung der Beziehungen zwischen diesen Firmen stellte sich heraus, dass ganze 1.318 Firmen den Kern der globalen Wirtschaft bilden und meist über Beteiligungen erstaunlich eng miteinander vernetzt sind. Aus diesem zentralen Nukleus haben die Zürcher Forscher dann 147 Unternehmen herausgefiltert, die als Machtzentrum die Weltwirtschaft dominieren. Die 50 Großen repräsentieren mit 2 Ausnahmen die monetäre Kriegsflotte der Hochfinanz mit Banken, Investmentgesellschaften und Versicherungen. Angeführt von Bankster-Schlachtschiff Barclays, das als wichtigste Aktionäre die Privatbank NM, und ich wiederhole, ich nenne hier keine Namen, deswegen tausche ich den Namen hier gegen Bankster aus,
und deren Satellitenbank Lazard Brothers ausweist. Sie sind besonders eng untereinander und nach außen vernetzt und kontrollieren 40% des weltweiten Vermögens. Diese Studie zeigt, in welch bedenklichem Ausmaß der Sektor der Realwirtschaft von wenigen Finanzinstitutionen kontrolliert wird und mit diesen ein gemeinsames Ganzes bildet. Seit 2007 hat sich zudem diese Macht des innersten Zirkels verdichtet. Die größten 8 US-Banken, JP Morgan, Chase, Bank of America, Citicorp, Goldman Sachs, US Bancorp, Bank of New York, Mellon und Morgan Stanley, werden fast zur Gänze von nur 10 Aktionären kontrolliert. Darunter BlackRock, State Street, Vanguard und Fidelity. Hinter diesen Beteiligungsmolochen stehen einige wenige superreiche Personen und Familien, die letztlich als persönliche Eigentümer anzusehen sind. James Glatzfelder von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich zog daher als einer der Autoren der Studie kryptisch das Resümee: Wir müssen uns von allen Dogmen befreien, ungeachtet, ob es sich um Verschwörungstheorien oder die freien Märkte handelt. Unsere Analyse basiert auf Tatsachen. Diese Bankster dominieren die Finanzwelt. Der Name taucht bei vielen dieser machtvollen Beteiligungen auf. Jetzt kommen hier eine ganze Reihe von Firmen, bei denen diese Familie die Aufsichtsratsvorsitzenden stellt. Ich zähle nur auf: Barclays, Fidelity Investments, Legal General Group, Natixis, Lloyds, ING, Northern Trust und so weiter. Bei wichtigen Beteiligungen agieren Familienmitglieder sogar in den Führungsetagen. Neben den bereits genannten war dies bis vor kurzem beispielsweise der Schwiegersohn dieser Familie als Aufsichtsratsvorsitzender von Barclays, Nummer 1 auf der Top 50 Liste. Ich sage noch, welche Firmen hier kontrolliert werden, in ganz, ganz kleiner Kürze. Oder zumindest massive Beteiligungen dieser Bankster an diesen Unternehmen bestehen. Apple, Alcoa, Altria Group, American International Group, AT&T, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, DuPont & Co., ExxonMobil, General Electric, General Motors, Hewlett-Packard, Home Depot, Honeywell International, Intel, IBM, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, McDonald's, Merck & Co., Microsoft, Triple M, Pfizer, Procter & Gamble, United Technologies, Verizon Communications, Walmart Stores, Time Warner, Walt Disney und Viacom. Ich sage nur eins: Die Kriege, die wir haben, sind nicht notwendig. Sie sind aber auch nicht der Kollaps, wie manche glauben, für dieses System. Sie sind das System. Und wir werden immer Kriege haben, solange wir dieses System haben.